Planspiele für die Oberliga, so stand es dieser Tage in der Wormser Zeitung. Und natürlich geht es um die Fußballsaison. Kann sie zu Ende gespielt werden? Wenn ja, in welchem Modus? Und was hat das für Auswirkungen auf unsere alte Dame Wormatia? Eines unserer Themen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben heute zwei Gäste, die uns profund Auskunft geben. Ich begrüße hier im Studio den Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der Wormatia, Christian Bub. Oh. Und per Skype, Corona-konform zugeschaltet, Kevin Edling. Hallo Kevin, grüß dich. Hallo. Ja, da ist doch, obwohl der Spielbetrieb ruht, Christian, passiert doch einiges bei der Wormatia. Diese vorzeitige Winterpause, die es jetzt gibt, wie habt ihr davon erfahren? Gut, es gibt ja so ein Postfach vom Verband und da kommen die Meldungen dann rein. Ja, so erfahren wir da davon, also nicht sonderlich viel früher, als es die Presse auch tut. Aber es war keine Überraschung. Es wäre auch ungewohnt gewesen, dann nach wieder längerer Pause, vielleicht zwei Wochen Spielbetrieb und dann wäre Weihnachten. Also das hatte sich aus eurer Sicht abgezeichnet. Also für mich war es eigentlich ganz klar, dass es keinen Sinn macht, irgendwie für noch zwei Spieltage dann nochmal anzufangen. Ich weiß auch, als das Anfang November erstmal alles abgesagt wurde, ist beim Verband auch damals, gab es schon Stimmen, die gesagt haben, komm, wir machen gleich die Winterpause. Das hat doch eh keinen Sinn. Aber naja, man hat sich noch ein bisschen so eine kleine Hoffnung offen gelassen, dass es jetzt vielleicht Mitte November besser aussieht, dass man dann sagen könnte, ja, okay, das kriegen wir noch hin, aber nee, also hat mich nicht überrascht. Ja, Kevin, du bist ein treuer Wormatia-Fan und immer im Stadion, wenn es möglich ist. Wie war es jetzt für dich? Viele Monate kein Spielbetrieb, dann einige Wochen erfolgreicher Wormatia-Fußball und jetzt wieder die Pause. Wie hast du das als Fan erlebt? Ja, so war das Spiel wahrscheinlich jeder andere Fan auch. Ne? Man ist endlich froh, dass es losgeht, nach so langer Zeit auch Fußballentzug. Und ja, dann geht's los. Die Wormatia spielt erfolgreich, spielt gut, spielt schön. Und gerade wenn so eine richtige Serie am Laufen ist, wird da wieder so ein Cut gemacht. Aber letzten Endes hat auch mich das wenig überrascht. Also von daher schade, aber irgendwo auch nachvollziehbar und nicht überraschend. Es geht natürlich beim Fußball um das Sportliche, das macht uns viel Freude. Aber gerade der Stadionbesuch, der hat auch einen wichtigen sozialen Aspekt. Man trifft immer dieselben Gesichter und man steht oft an derselben Stelle und man fühlt sich einfach auch zu Hause im Stadion. So ist es bei dir ja sicher auch, du bist mit deinem Vater oft unterwegs. Wie sehr hast du gemerkt, dass dir der soziale Aspekt fehlt? Ja, mindestens genauso sehr wie der Fußball an sich. Wie du schon gerade gesagt hast, ist es natürlich so, dass das auch ein gewisser sozialer Aspekt ist. Man trifft sich jede oder jede zweite Woche am Wochenende quasi unverabredet im Stadion. Man hat Freunde gewonnen und mit denen man da natürlich dann auch Zeit verbringt. Und wie du schon gesagt hast, ich bin natürlich da auch viel mit meinem Vater, ne? Also es ist gemeinsame Zeit und das fehlt natürlich schon auch unter den Vorzeichen, weil ja ansonsten auch das Sozialleben sehr eingeschlafen ist in der Zeit. Von daher ist es natürlich auch ein gewisser sozialer Aspekt, der da flöten geht. Und jeder fragt sich, wie kann es weitergehen? Christian, die Runde ist eh zweigeteilt, also es gibt zwei Staffeln und es läuft ganz gut bei der Wormatia, haben wir gerade gehört. Jetzt gibt es wieder Verzögerungen. Welche Gedankenspiele gibt es aktuell, wie das einigermaßen zu Ende gespielt werden kann und sportlich fair geregelt werden? Also aktuell hat der Verband ja durchaus vor, die Saison noch so, wie es ursprünglich geplant war, auch durchzuziehen. Das heißt, inklusive der Aufstiegsrunde und dieser Platzierungsrunde, wo es dann um den Abstieg geht. Deshalb ist ja jetzt die Winterpause offiziell also in der Oberliga bis Mitte Januar. Regulär wäre es ja eigentlich Anfang Februar erst weitergegangen. Das heißt, man hat es ein bisschen vorgezogen in der Hoffnung, dass es vielleicht funktioniert und man ein bisschen Puffer hat. Ich gehe persönlich nicht davon aus, dass es zur Aufstiegsrunde kommen wird. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass wir vor März wirklich wieder Fußball spielen. Es würde mich freuen, wenn es früher losgeht, klar, aber
ich kann es mir angesichts der Infektionszahlen und der Wintermonate kann ich es mir nicht wirklich vorstellen. Und dann ist schon festgelegt, schon von Anfang an, dann gibt es eben nur die normale Staffelrunde. Ich glaube, wenn ich es jetzt nicht falsch sage, sind es glaube ich noch 13 Spiele, glaube ich, in der Staffel. Und ich denke, das kriegt man eigentlich gut hin. Das müsste man wirklich gut hinkriegen, auch wenn man vielleicht erst Anfang April anfängt, zieht man es vielleicht halt noch ein bisschen in den Juni rein. Und dann muss man mal schauen. Normalerweise ist es so, dass dann eine gemeinsame Tabelle gebildet wird aus beiden Staffeln und dann guckt man, wer ist dann Erster, der steigt auf. Ich habe es noch nicht so ganz verstanden, muss ich ehrlich sagen, ob der Zweite dann auch noch in die Relegationsspiele geht, in die Aufstiegsspiele. Das ist mir noch nicht so ganz klar. Es könnte auch sein, dass, wenn noch genug Zeit ist, man dann einfach sagt, na gut, dann spielen halt der Erste von beiden Staffeln, die spielen halt einfach gegeneinander und der steigt dann auf. Also ich gehe davon aus, da ist noch ein bisschen was im Fluss. Ja. Das wird man schauen. Ich hoffe, man ist dann da ein bisschen flexibel auch, was das angeht, dass es am Ende dann auch sportlich gerecht wird. Gerade den Verbänden, denen man normalerweise eine gewisse Trägheit nachsagt, die haben ja auch damit umgehen gelernt, was Corona alles mit sich bringt. Aber wenn selbst du noch unschlüssig bist, ob du genau alles verstanden hast, soll was heißen. Du hast nämlich immer alles im Kopf und alle Statistiken. Also da dürfen wir gespannt sein. Aber klar auch, Christian Gliebo hat in der Zeitung gesagt, wenn es im Januar weitergeht, da gibt es auch kaum Vorbereitung. Ja, auch ein Grund, warum ich es ehrlich gesagt nicht so ganz verstehe, warum man das jetzt so vorgezogen hat, den Wiederbeginn, den erhofften, weil das kann nicht funktionieren, dass man dann sagt, okay, jetzt feiern wir alle mal schön Weihnachten miteinander und dann treffen wir uns vielleicht zwischen den Jahren schon mal und dann an Neujahr treffen wir uns dann zum Trainingsauftakt und dann trainieren wir 2 Wochen zusammen und dann spielen wir Punkte. Ja? Und dann gibt es gleich mal 3 Muskelfaserrisse und dann sieht es wieder blöd aus. Also das, ich glaube, das ist eher so in der Hoffnung begründet, einfach nur die Entscheidung. Jetzt seit ich praktikabel ist das eigentlich nicht. Es ändert sich immer so viel während Corona, in Abhängigkeit der Fallzahlen natürlich. Kevin, du hast einige Stadionbesuche erlebt. Anfangs waren nur 350 Zuschauer erlaubt, dann 500. Du warst einer der Auserkorenen, weil du als treuer Fan Zugriff und Zutritt hattest. Wie hast du erlebt, als diese Corona-Spiele in Anführungszeichen stattgefunden haben, was die Abstände anbetraf? Waren die Leute vernünftig? Ja, größtenteils schon. Ne? Es ist natürlich dann auch schwierig, in der Emotion eines Spiels dann immer die Mindestabstände einzuhalten. Das ist natürlich klar. Aber ich glaube, jedem Zuschauer war da auch bewusst, was da letzten Endes auf dem Spiel steht. Und dass, wenn man sich dann nicht an die Vorgaben hält, das in der Regel nur einem schadet, dem Verein und damit natürlich auch indirekt man sich selbst auch. Ne? Es gab dann auch Markierungen auf dem Boden. Das waren kleine Drachensymbole, passend zum Vereinswappen. Und es gab tatsächlich auch etliche Security-Leute, die aufgepasst haben. Ist das richtig? Genau, es waren schon viele auch vom Verein, ich sage jetzt mal, dafür abgestellt und engagiert. Und die haben das auch gut gemacht, haben dann an die Vernunft der Leute appelliert, doch bitte die Abstände einzuhalten. Und die Leute sind dem eigentlich auch gefolgt. Also das hat schon geklappt. Ja. Es gab ja zum Glück einige Anlässe zum Jubeln. Die Wormatia hat ja teilweise haushoch gewonnen, viele Tore, da liegt man sich normalerweise in den Armen. Wie habt ihr gefeiert in diesen Momenten? Ja gut, der klassische Handschlag und die Umarmung fällt natürlich weg, aber wie man sich heute auch Corona-konform begrüßt mit Faust zu Faust, so kann man im Notfall auch mal einen Jubel praktizieren. Es gab ja einige Momente, kurz vor Schluss oder auch sehr hohe Siege, das hat gut getan, der geschundenen Wormatia-Seele. Christian, ihr habt seitens des Vereins einiges getan, um die Hygienemaßnahmen einzuhalten. Gab es Vorkommnisse, gab es Corona-Fälle rund um das Stadion? Ist uns nicht bekannt, dass es da welche gegeben hat. Ich muss auch sagen, ich bin eigentlich auch ziemlich zufrieden damit, wie alles so abgelaufen ist. Also ich war ja vorher auch so ein bisschen in Gesprächen mit dabei und da hat das Ordnungsamt auch so seine Bedenken gehabt, ob das hier so funktioniert. Also ich habe dann
durchaus die Aussage gehört, die, ach, gegen Gerade, das funktioniert überhaupt nicht. Sobald da ein Tor fällt, stürmen die alle unten an den Zaun und sind dann in einem Pulk. Und ich muss sagen, jetzt gerade beim allerersten Spiel dann haben alle sich wirklich sehr penibel dran gehalten. Es ist dann später vielleicht so, als es dann ein bisschen voller gewesen ist, so ein bisschen kuscheliger geworden. Aber das hat sich dann auch wieder verbessert, wenn man dann nochmal dran erinnert hat. Waren ja wirklich einige in Anführungszeichen Securities dabei. Wir hatten auch Unterstützung von zwei Mitgliedern von zwei Gesangsvereinen, wo ich leider den Namen vergessen habe, tut mir leid, die aber unter der Woche ihre Proben im Stadion machen und die sich dann sofort gemeldet haben. Also es hieß, wir bräuchten ein bisschen Unterstützung und finden wir absolut super. Bisschen Fangesänge intoniert vielleicht auch? Ne? Könnte sein. Muss man noch mal üben. Ja. Und ich finde, es hat eigentlich dann doch ganz gut funktioniert. Wir haben wirklich viel gemacht. Wir kriegen es ja auch vor allem auswärts mit, auf den kleineren, engeren Sportplätzen, wo mit Abständen eigentlich nicht viel los ist, gerade wenn ich da ans erste Auswärtsspiel in Speyer denke. Und da muss man schon sagen, sind wir wirklich vorbildhaft, würde ich jetzt mal so sagen. Ja. Ja, die Vorbildfunktion ist wichtig. Also die Fans haben sich offenbar gut verhalten, hat der Kevin gerade berichtet. Kevin, wie hast du die Spieler wahrgenommen? Sie wurden ja auch angehalten, jetzt nicht zu eng zu jubeln. Haben die das immer eingehalten aus deiner Sicht? Also ich im Eifer des Gefechts, muss ich sagen, habe ich da jetzt selbst nicht so drauf geachtet, ob die Spieler sich da absolut Corona-konform verhalten haben, aber man hat schon so eine gewisse Zurückhaltung zumindest gespürt, also wie man das überall spürt, halt auch auf dem Platz. Also so ein bisschen verhaltener war es schon, hatte ich den Eindruck. Das Vereinsleben geht trotzdem weiter, es muss weitergehen. Jetzt hat jüngst der Fanshop auch mal samstags geöffnet, habt ihr auch schön publik gemacht. War das auch ein Signal? Wir sind noch da und wir haben auch neue Fanartikel, also kommt auch wieder zu uns, obwohl der Spielbetrieb ruht? Ja, klar, gerade jetzt, wo Weihnachten kommt, aber ich will kurz noch mal eins zurückgehen. Gerne. Mit der Zurückhaltung beim Jubeln, also was mir ein bisschen wehtut in der Seele, ist nach den Spielen, dass die Mannschaft eben Abstand halten muss zu den Fans. Ne? Da wird dann aus der Distanz applaudiert, aber es ist halt was anderes, als an den Zaun zu gehen und sich gegenseitig abzuklatschen und zu umarmen und Hände zu schütteln. Und es ist wirklich schade. Das fehlt wirklich. Gerade wir haben so einen fantastischen Saisonstart hingelegt. Es ist der beste Saisonstart seit über 60 Jahren. Und man kann es nicht richtig mit den Fans, die da sind, feiern. Das ist wirklich schade. Und jetzt zurück, Fanshop, genau. Es kommen jetzt noch ein paar Artikel. Werden nächsten Samstag ist der Fanshop auch wieder geöffnet, also am 28. November ist es, glaube ich. Es gibt jetzt einen neuen Hoodie, es gibt eine neue Tasse. Ist das was du trägst? Oder nein, ist das ist was Älteres. Schon das ältere Modell, sieht aber auch gut aus. Ja, und ich glaube, es gibt auch Weihnachtskugeln, wenn ich mich richtig erinnere. Wir werden auch wieder wie letztes Jahr so einen kleinen Adventskalender machen auf Social Media, wo man dann was gewinnen kann jeden Tag. Gibt es noch Masken? Es gibt noch Masken, genau. Ich glaube, es ist mittlerweile die dritte Auflage oder dritte Version. Muss man auch ein bisschen ausprobieren, was da am besten ist. Und ja, ganz klar, da wollen wir dann also auch vor allem in der nächsten Woche kräftig trommeln, weil ist ja dann Black Friday, der geht ja dann auch an uns nicht vorbei. Das wollen wir dann auch ein bisschen nutzen, um da noch ein bisschen Werbung zu machen. Diese Frage hat sich immer wieder gestellt, nämlich die finanzielle in den vergangenen Wochen und Monaten. Jetzt ruht der Spielbetrieb, es fehlen Einnahmen natürlich. Auch die Sponsoren können nicht ihre Botschaften platzieren, wie es üblicherweise möglich ist. Müssen wir uns Sorgen machen um die Wormatia? Also aktuell ist alles im Lot, sage ich jetzt mal. Es ist ja einfach in Anführungszeichen die Winterpause jetzt erstmal vorgezogen. Also passiert hier noch nichts. Die Spiele, hoffen wir mal, finden noch statt. Wir werden auch, die Wormatia kommt, werden wir auch noch wieder machen. Die gab es im Sommer ja nicht. Da haben wir uns explizit entschieden, dass wir da eine
eine Winterpausenausgabe machen. Da ist dann auch nochmal eine Möglichkeit, für die Sponsoren sich darzustellen. Aktuell ist alles im Lot, ist natürlich, könnte natürlich immer besser sein, aber momentan muss man sich keine Sorgen machen. Corona ist das bestimmte Thema, wird uns auch in dieser Ausgabe weiter beschäftigen. Aber nochmal rein zum Sportlichen, Kevin. Du hast auch einige bittere und schlimme Jahre in der Regionalliga miterlebt. Wie gut hat es euch getan, auch mal wieder richtig jubeln zu können und sich auch sicher zu sein? Also diese Führung, die schaukelt die Wormatia nach Hause, war ja nicht immer so. Also das Schöne ist, wie du schon gesagt hast, nach ein paar mageren Jahren oder fast einem mageren Jahrzehnt, will ich sagen, in der Regionalliga, ist es tatsächlich auch mal wieder schön, so eine Siegesserie hinzulegen. Von daher tut es schon gut. Es tut gleichzeitig natürlich aber auch wiederum weh, wenn man sich dann die Tabelle anschaut, ohne jetzt despektierlich werden zu wollen, und sich die anderen Vereine anschaut. Also bei mir ist immer noch so ein bisschen Wehmut, auch nach so einer guten Halbserie, auch wenn sie jetzt ja ganz fertiggestellt wurde, dass man immer so mit den ganz großen Namen in der Regionalliga mitspielt, also verhältnismäßig ganz großen Namen, ja. Welchen Eindruck hast du von der Mannschaft, von Christian Gliebo? Natürlich im Erfolgsfall ist immer alles gut, aber man hat ja trotzdem, man sieht, wie ein Trainer agiert, man sieht, wie die Mannschaft auf dem Platz sich verhält. Was war dein Eindruck? Super, also da kann man, finde ich, auch gar nicht groß was anderes zu sagen. Also was mir imponiert ist, es ist ganz klar eine Entwicklung irgendwo zu sehen, und man sieht auch, dass Christian Gliebo auch auf junge Spieler setzt. Wir hatten in den letzten 10, 15 Jahren immer viele junge Spieler auch im Kader, aber man hatte immer so ein bisschen das Gefühl, das sind in erster Linie Lückenfüller, und wenn ich jetzt an Joachims Eichinger oder Kireski oder sowas denkt, die spielen und die überzeugen auch. Ne? Also die können da mitschwimmen, und das imponiert mir sehr. Ne? Und wir spielen guten Fußball. Wir kassieren für meinen Begriff ein bisschen zu viele Tore. Aber auf der anderen Seite sind wir auch immer für 2, 3, 4 oder sogar 5, 6 Tore gut. Und das war, wie gesagt, etliche Jahre ganz anders. Da waren wir froh, wenn 1, 2 Tore für die Wormatia gefallen waren. Christian, die Wormatia, das ist nicht nur die erste Mannschaft. Darüber sprechen wir natürlich, weil es die Fans interessiert. Aber auch die ganze Jugendarbeit, ein wichtiger sozialer Aspekt, die muss auch aktuell ruhen. Der Andreas Hahn, der seit vielen Jahren sich darum kümmert, hat auch extra eine Videobotschaft verbreitet. Warum war das ihm wichtig? Er wollte einfach mal ein Signal an die Jugend schicken, ich will jetzt sagen, Mitgefühl zeigen, ja, es klingt jetzt ein bisschen hochtrabend, ne? Aber es ist halt einfach schade, weil jetzt mal vom sportlichen Erfolg oder so mal abgesehen, es ist auch einfach wichtig für die Jugendlichen, dass die sich treffen können, sportlich betätigen, miteinander Fußball spielen oder trainieren auch ganz einfach. Deswegen war ja auch die Hoffnung, ich glaube, in anderen Bundesländern ist es möglich, teilweise, dass die Jugend zumindest noch trainieren kann. Und da wäre schon mal viel gewonnen damit. Ja, also vor allem, wenn man sich überlegt, Schulsport ist noch erlaubt. Das heißt, wenn man ins Stadion geht, da kommen einem dann Jugendliche mit dem Fußball unter dem Arm entgegen, ja, die kommen dann halt von der Schule. Ja, aber abends die Jugendmannschaften dürfen eben nicht trainieren. Das ist genau das Gleiche eigentlich. Und das ärgert einen dann schon, wenn man sich das dann so betrachtet. Was findet aktuell im Stadion statt? Findet überhaupt, außer vielleicht, dass die Geschäftsstelle mal geöffnet hat, darf überhaupt irgendwas stattfinden? Nein, die Sportstätten sind ja gesperrt, also da, also außer wie den Schulsport, also da passiert aktuell nichts, soweit ich weiß. Ja. Es kann sein, ich habe immer mal so Laufgruppen, weiß ich nicht, ob das stattfindet, weil das ist ja im Prinzip Einzelsport, der ja erlaubt ist noch, das weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten ruht die EWR-Arena im Herbst. Und vielleicht bald im Winterschlaf. Ja, das auch. Der Fußball, wichtiger sozialer Aspekt, aber auch für die Integration wichtig. Seit jeher kümmert sich die Wormatia um all diese Fragen, um die gesellschaftlichen Fragen. Auch das ist aktuell nicht möglich. Seid ihr trotzdem, sucht ihr den Kontakt mit einigen, die vielleicht es ein bisschen schwieriger haben, auch im Elternhaus von den Spielern? Gibt es da auch so ein bisschen Austausch, dass man im Kontakt bleibt?
Das bin ich jetzt kein Experte da dafür, das weiß der Andreas Hahn besser, aber er hat in der Botschaft ja auch mitgeteilt, die Jugendlichen können sich jederzeit an ihn wenden, an die Trainer und auch mal solche Dinge besprechen. Ne? Also es muss nicht immer im Fußball gehen, ist auch vor Corona so gewesen. Ne? Also da schaut man dann schon danach, dass man die Jugendlichen auch so betreut, ne? Und dass es nicht beim Training und auf dem Fußballplatz aufhört. Ja, das macht es auch aus. Also die Wormatias, heißt es immer wieder, und das, glaube ich, kann man auch bekräftigen, ist ein sehr familiärer Verein. Und es kommt natürlich in besonderen Momenten, in schwierigen Situationen, da kommt es auch drauf an. Wenn es gut läuft, dann guckt keiner. Ja. Aber wenn es schwierig ist, und das ist es aktuell, da ist Zusammenhalt wichtig. Ja, absolut. Ein großes Thema der vergangenen Woche, das war der Pokal. Und da gab es einige Umdrehungen und wir wissen alle, Gonsenheim wollte spielen. Die Formatia hat sich geweigert, wegen Corona, aus eurer Sicht guten Gründen. Erst bekam die Formatia Recht, dann bekam Gonsenheim Recht. Ende der Geschichte, Formatia hat verloren. Korrekt, richtig, genau. Das Spiel wird mit 2:0 für Gonsenheim gewertet, wegen Nichtantritt Formatias. Kevin, du hast auch diese Auf und Abs alle mitgekriegt und hast dich auch in den sozialen Netzwerken geäußert. Die vergangenen Wochen, das war schon teilweise skurril. Ja, absolut, wobei ich es ehrlich gesagt gar nicht als Auf und Ab erlebt habe, weil ich mit dem Endergebnis irgendwo immer gerechnet habe. Also wenn jetzt ganz am Ende das Prozedere was anderes rausgekommen wäre, dann hätte ich mich, glaube ich, überrascht gezeigt, aber so muss ich ehrlich sagen, als der Einwand der Formatia damals kam, nicht am Spiel antreten zu wollen, konnte ich das absolut nachvollziehen und fand die Entscheidung auch richtig, habe aber auch in dem Moment eigentlich immer damit gerechnet, dass wir letzten Endes aus dem Pokal ausscheiden werden. Ist es nicht absurd? Mainz war zu diesem Zeitpunkt Corona-Risikogebiet. Das war noch vor dem bundesweiten Teil-Lockdown. Die Wormatia hätte auch nicht in die Umkleidekabinen gedurft. Wir wollen jetzt nicht jedes Argument neu anführen, aber die Gesamtgemengelage und kurz darauf ist ganz Deutschland im Grunde halb eingesperrt. Und trotzdem gibt es keine Befürworter für die Wormser Argumente? Ja, es gibt ja so diese schöne Umschweifung, Recht haben, Recht bekommen sind immer zwei Paar Schuhe. Das ist, glaube ich, wieder ein ganz gutes Beispiel dafür. Ich glaube, wer den gesunden Menschenverstand einschaltet, wie gesagt, wäre zu keinem anderen Entschluss gekommen, den die Wormatia-Verantwortlichen letzten Endes getroffen haben. Der Verband sieht das scheinbar immer noch ein bisschen anders und ich weiß nicht, inwiefern die Vereinsoberen da wirklich Spielraum gehabt hätten. Wenn sie ihn gehabt haben, haben sie ihn nicht genutzt und wie gesagt, das überrascht mich letzten Endes nicht wirklich. Du hast auch auf Facebook der Wormatia, dem Vorstand, auch deinen Respekt bekundet. Warum war das dir ein Anliegen, da nochmal zu sagen, Mensch, wir sind zwar ausgeschieden, aber irgendwie habt ihr auch Rückgrat gezeigt. Man muss eigentlich davon ausgehen, also gesellschaftlich und mit allen Aspekten war die Entscheidung ja absolut richtig. Ne? Aber jetzt sind wir nun mal Fußballfans und da wollen wir natürlich auch immer einen gewissen Erfolg. Und jeder weiß, wie schön auch so ein Pokalsieg ist. Und der Wormatia-Vorstand hat natürlich ist volles Risiko gegangen. Nachvollziehbar. Und das hätte aber natürlich auch genauso gut sein können, dass es eben nicht so auf eine hohe Toleranz seitens der Fans trifft. Und ich glaube, das war auch jedem Verantwortlichen klar. Und man hat die Entscheidung trotzdem richtigerweise getroffen. Und umso schöner finde ich es, dass der generelle O-Ton seitens der Wormatia-Fans eigentlich damit alle, dass der O-Ton ist, dass im Prinzip alle damit konform gehen mit der Entscheidung. Christian, du hast gerade so richtig überzeugend genickt. Hattet ihr Angst, dass die Wormser Fans da auch dann unzufrieden sind mit euch? Also ich kann jetzt wirklich nur für mich sprechen, aber ich hatte dann wirklich Bauchweh. Also ich war zu dem Zeitpunkt in der Geschäftsstelle, wo dann wirklich klar war, okay, wir treten jetzt nicht an. So, hier rausgehen, der Mannschaft sagen und jetzt besprechen wir das Ganze noch, wie wir das jetzt formulieren. Und da hatte ich wirklich Bauchweh. Ich konnte es absolut nicht einschätzen, wie das draußen ankommt. Weil ich sag mal, wenn man da jetzt so im Vorstand sich darüber einig ist, klar, das ist so eine
eine kleine Blase, sage ich jetzt mal. Ne? Aber was jetzt der Fan da draußen da davon denkt, der die ganzen Hintergründe nicht hat, der da einfach nur hier sieht, ah, die Kabinen sind zu und Zuschauer dürfen nicht kommen und jetzt sagt der Verein einfach, er tritt nicht an, was soll denn das? Da hatte ich wirklich Bedenken und ich bin immer noch sehr überrascht, wie absolut einstimmig die Reaktion draußen ist, dass sie alle sagen, jawohl, das ist genau richtig. Einige gehen ja noch weiter und sagen dann, boykottiert den Pokal, tretet gar nicht mehr an. Es ist ein bisschen übertrieben, aber ich muss wirklich sagen, ich habe die ganzen Kommentare gelesen und auch was so jetzt nicht bei den sozialen Medien war. Also wir haben auch E-Mails gekriegt. Wir sind auch von anderen Vereinen, habe ich gehört. Auch von anderen Vereinen. Andere Vereine haben uns auch kontaktiert und gesagt, also was da passiert, ist absolute Sauerei. Ich habe absolut außerhalb von Gonsenheim keine einzige Wortmeldung gehört, die gesagt hat, das ist verkehrt. Und das überrascht mich, macht mich dann aber auch stolz, weil das zeigt dann wirklich, das ist, ja, das war dann die richtige Entscheidung und zwar von Anfang an absolut bewusst, das wahrscheinlichste Szenario ist, dass wir ausscheiden werden. So, aber das Risiko gehen wir ein, weil es war einfach nicht richtig. Ja, es hat Möglichkeiten gegeben, das Spiel zu verlegen. Man hätte es verschieben können. Das wäre alles vollkommen in Ordnung gewesen. Man hätte es in Worms stattfinden können vor Zuschauern. Es ist Gott sei Dank angeboten worden, dass die 100% der Einnahmen bekommen. Und man hat einfach darauf nicht so reagiert, wie man es tun müsste in dieser Pandemiesituation. Das ist das, was mich eigentlich am meisten enttäuscht. Der Verband, okay, ich bin ja Beamter, ja, ich kann das nachvollziehen. Also ich kann jede Entscheidung, die der Verband da jetzt in diesem Auf und Ab getroffen hat, also sowohl die ursprüngliche Entscheidung, ja, 2-0 Wormatia, als auch die Revidierung, als auch die Bestätigung, doch, es bleibt dabei. Das konnte ich alles durchaus nachvollziehen. Ich habe mich sehr gefreut, dass man uns zuerst doch nochmal Recht gegeben hat, weil ich gedacht habe, ah, okay, es ist dann doch das passiert, was ich mir erhofft habe, dass man die eigenen Richtlinien doch wohlwollend auslegt, dieser besonderen Situation angemessen. Aber gut, es ist dann wieder kassiert worden. Schade, aber das Verhalten vom SV Gonsenheim enttäuscht mich halt wirklich. Gerade wenn ich dann in der Zeitung lese, dass der erste Vorsitzende dann sagt, wir haben uns die Richtlinien angeguckt und fertig. Ja, das ist genau das, was man nicht machen soll in der Situation. Ne? Einfach sich das angucken und sagen, ja, ich habe doch recht, ist doch egal. Das ist genauso, wenn ich an die Kreuzung fahre und sage, ah, ich habe Vorfahrt, ich fahre jetzt geradeaus, wenn der mir in die Seite fährt, ist der schuld. Ja, toll, bringt mir aber auch nichts. Und das ärgert mich wirklich richtig. Ich kann es halt auch nicht nachvollziehen vor dem Hintergrund der Öffentlichkeitsarbeit. Ich sag mal, wenn wir so handeln würden, man würde uns die Bude einreißen, weil es einfach eine Unverschämtheit ist. Und das ärgert mich wirklich. Auf dem Papier ist es jetzt eine Niederlage, aber wenn man so will, moralisch, man muss jetzt nicht überhöhen, aber es ist letztlich dann doch vielleicht ein Sieg für die Wormatia. Und du hast schon einige Höhen und Tiefen erlebt mit der Wormatia, sportlich, aber auch andere Aspekte. Wir wissen, es war in den 90er Jahren ganz schwierig bestellt. Rückblickend warst du jetzt auch, ihr habt es konsequent durchgezogen und du warst ja auch operativ beteiligt. Warst du auch nach den ganzen Rückmeldungen auch so ein Stolz auf den Verein und auf das Umfeld? Ja, ich war durchaus stolz, dass es offenbar richtig war, wie wir die ganze Situation gehandelt haben. Wir haben ja wirklich jeden Schritt ganz transparent nach außen kommuniziert, was dann auch durchaus explizit gelobt wurde. Da habe ich gedacht, ah, okay, ist offenbar doch ganz richtig, was wir hier gerade machen. Und da war ich dann schon froh drüber, ja. Es wird nicht die letzte Begegnung gegen Gonsenheim gewesen sein. Und Kevin, du bist mit Sicherheit beim nächsten Spiel gegen Gonsenheim dabei. Das dürfte ein heißer Ritt werden, oder? Ja, davon gehe ich zwangsläufig aus. Ja, also schauen wir einfach mal, wie die nächsten Begegnungen gegen Gonsenheim laufen. Aber ich glaube, die Wormatia-Anhängerschaft hat ein sehr gutes Gedächtnis und das wird sicherlich noch lange im Hinterkopf bleiben, ja.
Du stehst traditionell auch auf der Gegengerade und da wird natürlich auch diskutiert, als jetzt auch gespielt wurde. Wir haben die Reaktion im Netz erfahren. Wie waren so die Gesprächsthemen im persönlichen Umgang? War der Tenor auch so positiv? Also wie eben auch schon angesprochen, ich habe auch in meinem persönlichen Umfeld, auch außerhalb des Internets, keinen einzigen gefunden, der die Entscheidung nicht nachvollziehen konnte und nicht mitgetragen hätte als Wormatia-Fan. Ich arbeite in Mainz und kenne auch den einen oder anderen, der dem Fußball zugewandt ist, auch den Gunzenheimern. Und selbst da hat der ein oder andere gesagt, also ja, kann man mal drüber nachdenken, ob das ja, aus Vereinssicht, und ein Verein hat ja auch eine gewisse Verantwortung und auch vielleicht ein bisschen mehr als nur rein wirtschaftliches Interesse, jetzt im Pokal das Achtel- oder Viertelfinale zu erreichen, ob das so die richtige Außenwirkung ist. Ja, also es ging ja auch nicht direkt ums Finale oder den Sieg. Also die Gunzenheimer können ja auch immer noch im nächsten Spiel ausscheiden. Die Wormatia versucht auf vielfältiger Weise mit den Fans in Kontakt zu bleiben, auch wenn alles sonst ruht. Wie nimmst du die Öffentlichkeitsarbeit der Wormatia wahr, unabhängig von unserer Sendung? Fühlst du dich da gut informiert? Ja, absolut. Also das wurde ja vorhin schon angesprochen. Die Transparenz war, glaube ich, etwas, was oft in den letzten Jahren so ein bisschen runtergefallen ist. Und das hat mir auch in der Entscheidung sehr gut gefallen, dass man da wirklich zeitnah über jeden Schritt auch transparent informiert hat und vollumfänglich und sich da auch komplett hat in die Karten schauen lassen. Und ich glaube, das war auch ein guter Faktor für die Tragbarkeit dieser Entscheidung. Und auch sonst, finde ich, entwickelt sich der Verein da durchaus positiv. Ne? Also ich denke, wenn man jetzt mal überlegt, dass wir in der Oberliga sind, was hier alles rund um den Verein auf die Beine gestellt wird, was Social Media betrifft, was so Format wie Formats ja aktuell betrifft, dann kann man da, glaube ich, schon stolz sein. Da wäre, glaube ich, der ein oder andere Regionalligist auch gerne. Eine Besonderheit ist auch die Wormatia-Homepage. Vor wenigen Monaten gab es da einen Relaunch. Die ist richtig neu, richtig aktuell. Christian Lacht hat einen Haufen Arbeit damit gehabt. Auch du bist ein treuer Besucher der Wormatia-Homepage. Wie war dein erster Eindruck? Und da ist ja auch die Schlagzahl der Meldungen ist ja auch relativ hoch. Ja? Ja, absolut. Also die Homepage hat einen absoluten Mehrwert, finde ich nach wie vor, trotz Social Media. Optisch auch absolut gelungen. Also im Normalfall, ich habe jetzt auch schon 1, 2, 3 überarbeitete Designs in den letzten Jahren miterlebt. Und das war tatsächlich das erste Mal so, wo ich eigentlich auch kaum Gewöhnungszeit gebraucht habe. Sonst war das früher in der Vergangenheit immer so, dass man sich immer erst so ein bisschen anfreunden musste mit dem neuen Design. Fand ich jetzt super, also ohne Anlaufschwierigkeiten. Das Besondere dieser Seite ist, für alle, die es nicht wissen, sie wird tatsächlich von Fans auch gemacht. Da steht keine große Agentur dahinter, sondern Wormatia-Fans. Christian Münch, Christian Bob, einige andere, die da aktiv sind. Das ist eine besondere Leistung und da gebührt euch Respekt, Christian. Danke, danke. Wie geht's jetzt weiter? Also wir haben darüber gesprochen, vielleicht im Januar dann wieder Trainingsspielbetrieb. Üblicherweise gibt es auch den Jahresempfang. Mhm. Findet der statt überhaupt? Habe ich jetzt aktuell keine Info. Wir haben nächste Woche Vorstandssitzung. Da werde ich dann wahrscheinlich den aktuellen Stand hören. Aber es wird natürlich schwierig in der aktuellen Situation. Gut, vielleicht ist im Januar, Februar die ganzen Lockerungen ein bisschen, lassen es vielleicht eher zu, aber kann ich jetzt aktuell nichts dazu sagen. Wir haben schon viele Betroffene von Corona im Studio gehabt, auch Unternehmer, Vertreter der Kirchen zum Beispiel. Stellt sich immer eine übergeordnete Frage. Diese lange Abwesenheit dieses Gemeinschaftserlebnisses, also bei der Fußball, aber auch bei der Kirche, führt es dazu, dass die Leute sich entfremden oder führt es vielleicht dazu, dass sie sich besinnen und denken, Mensch, das hat mir so richtig gefehlt. Was ist deine Prognose? Ich würde sagen, dass man sich dann eher wieder, dass man sich eher darauf freut, wenn es dann wieder normal ist. Also ich habe immer so ein bisschen der Gedanke, so, ach, wenn wieder richtig Zuschauer zugelassen sind, ach, dann gehen wir da ins Stadion, da gehen wir raus und dann schießen wir 5 Tore und dann wird es alles richtig super und am Schluss gibt es Humba und alle liegen sich in den Armen oder so. Also das ist schon so ein bisschen
der Ausblick, und den muss man auch haben, wenn man jetzt durch die harten Wintermonate kommen muss, jetzt gerade wenn Weihnachten vor der Tür steht und es vielleicht noch länger dauert mit den ganzen Einschränkungen. Also wir dürfen da gespannt sein und wir hoffen, dass die Fans mitziehen, genauso verantwortungsbewusst, wie sie waren. In größeren Stadien, auch in der Bundesliga, da war es verboten zu singen, Kevin, auf der Gegengerade. Da wurde auch ab und an dann doch gesungen, oder? Ja, wobei es doch sehr verhalten war, jetzt im Vergleich zu Sturm- und Drangzeiten im Stadion. Also es war schon mehr leider, aber wie gesagt, in Anbetracht der Tatsache, dass nur 350 bzw. 500 Zuschauer da waren, war, glaube ich, schon eine recht ordentliche Stimmung, auch ohne vielleicht klassischen Fangesang. Hoffen wir, dass bald wieder schön laut wird an der Alzeyer Straße. Unser ehemaliger Oberbürgermeister hat immer berichtet, wie er als Kind in Hernsheim die Gesänge gehört hat. Genau. Und das ist doch der Wunsch, dass es laut wird und die Wamatia nach vorne gepeitscht wird von den Fans. Ich darf mich recht herzlich bedanken bei dir, Christian Wupp, und bei Kevin Edling, unserem Stargast per Skype. Das nächste Mal kommst du gerne ins Studio, Kevin. Danke für deinen Rat und deine Eindrücke. Und danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit, liebe Zuschauer. Bleiben Sie am besten dran.